Hi ihr Lieben, ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr seht schon, ich sitze nicht am Esstisch und ich sitze nicht im Wohnzimmer. Nein, ich stehe gerade in der Küche und bin dabei, das Mittagessen vorzubereiten. Aber ich wollte jetzt noch ganz schnell ein Video für euch machen und da wünsche ich euch ganz viel Spaß. Ja, ihr Lieben, wie gesagt, ich stehe jetzt hier in der Küche, ich mache das Mittagessen. Ich habe die Kartoffeln schon auf dem Herd stehen. Einen Gurkensalat habe ich schon soweit vorbereitet. Heute gibt es selbstgemachten Kartoffelpüree mit Hähnchen und Gurkensalat. Und dann wird es hier auch noch ein Gemüse geben. Da habe ich mich aber noch nicht entschieden. Aber ihr seid natürlich jetzt nicht dabei, um zu gucken, wie ich koche, sondern ich wollte euch ein bisschen was erzählen. Mitunter ein kurzes Update machen vom Zyklus, weil ich habe seit 2 Tagen immer so einen schlimmen Harndrang. Also das kenne ich so auch gar nicht. Ja, also bisher hatte ich das noch nie unter PMS, dass ich auf einmal immer so dringend zur Toilette muss. Ich trinke auch nicht mehr wie sonst, ich trinke auch nichts anderes wie sonst. Und trotzdem ist es immer so. Es kommt auch nicht so langsam, dass ich sage so, aha, okay, ich muss jetzt gleich zur Toilette, sondern es ist wirklich direkt und dann so dringend, dass wenn ich nicht zur Toilette gehe, dass ich schon echt Angst habe, dass ich mir in die Hose mache. Also das ist ganz schlimm. Wie gesagt, ich kenne das nicht, gibt es aber auch als PMS-Symptom. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass da jetzt diesen Zyklus wieder was Neues hinzugekommen ist. Entschuldigung, dass dann halt. Dass es die nächste Zeit dann auch immer so sein wird. So, wenn ich immer zwischendurch mal raus bin, ich bin hier gerade das Fleisch am Würzen. Ne? Ja, also wie gesagt, ich hatte jetzt eben auf meinem. Moment. Auf meinen Monitor geguckt, auf meinen Clearblue-Monitor, um zu schauen, wie weit ich bin. Ich bin jetzt heute Zyklustag 25. Und der Monitor zeigt mir an, dass wahrscheinlich in 2 Tagen mein Zyklus zu Ende ist und dann ich dann wahrscheinlich am Sonntag meine Menstruation bekomme. Aber das ist ja auch immer so eine Sache, da mein Zyklus ja immer sehr durcheinander ist, weiß das selber mein super intelligenter Monitor nicht, ne? Wann die kommt und wann nicht. Ja, also es spricht wirklich vieles dafür, dass sie kommt. Also ich bin nach wie vor ja, so ein bisschen schlecht drauf, ein bisschen gereizt. Müde. Ich hatte auch gestern schon ziemliche Bauchschmerzen, weil ich gestern schon dachte, dass sie kommt. Ja, mein Ausfluss ist auch mehr geworden. Also, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass sie kommt. Da bin ich auch froh. Wisst ihr ja, hatte ich euch ja im letzten Video schon gesagt, weil ich ja immer noch Antibiotika nehmen muss. Ja. Dann hatte ich eigentlich heute vor, einen Vlog mit euch zu machen. Ich war nämlich heute Morgen mal wieder beim DM-Markt. Allerdings jetzt nicht hier für ein DM-Haul zu machen. Ich brauchte nur ein paar Sachen. Ich brauchte Weichspüler, Hundefutter, ein Silbershampoo, Glasreiniger und was brauchte ich denn noch? Küchenrollen. Und ich war auch ganz brav und habe auch nur das gekauft, was ich brauchte. Und ich war, wie ich da rausgekommen bin, so stolz. Ich glaube, die Verkäuferin. Weil ich fahre immer zum selben DM-Markt und die kennen mich mittlerweile. Und normalerweise komme ich ja immer ins Schwitzen, ne, wenn ich dann da mit meinem vollen Einkaufswagen stehe und muss dann da alles aufs Band legen und dann wieder in den Wagen packen und bezahlen und in die Tüte und raus. Ja, diesmal war es so richtig entspannt. Also es war wirklich nicht viel, was ich brauchte. Zumindest also im DM-Markt. Und 20 Euro habe ich ausgegeben. Nur mal so nebenbei. Aber ich kann euch gleich trotzdem gerne gucken, zeigen, wenn ihr Interesse daran habt, was ich da gekauft habe. Wie gesagt, ist jetzt nichts Spektakuläres dabei. Mein Sohn brauchte noch neue Strümpfe. Da wollte ich euch mal fragen, ob das bei euch auch so ist. Also der Große von mir, der bekommt alle 2 Wochen neue Strümpfe, weil seine Strümpfe immer weg sind. Ich weiß nicht warum. Also es ist ja schon mal so, dass die Waschmaschine so hier den einen oder anderen Strumpf mal frisst. Aber dann hat man wenigstens noch den anderen von den beiden da. Aber seine sind immer weg. Ich habe schon gedacht, vielleicht verschenkt er die in der Schule.
Nee, Quatsch. Aber es ist wirklich so, dass ich alle 2 Wochen neue Strümpfe kaufen muss. Ja, habe ich dann eben gekauft. Neue Strümpfe, 8 Paar. Die werden dann auch wieder nur für 2 Wochen reichen, wahrscheinlich. Und dann, ich weiß, ist das bei euch auch so? Habt ihr auch so ein Kind, wo ständig irgendwie alles wegkommt? Oder speziell jetzt die Socken? Das würde mich ja schon mal interessieren. Ja. Wie gesagt, ich bin jetzt das Mittagessen am Vorbereiten. Bei uns gibt es immer um 1 Uhr Mittag das Essen. Wie ist das bei euch? Habt ihr auch so feste Zeiten oder macht ihr das so, wie ihr Zeit habt? Also bei mir ist es wirklich, wie gesagt, normalerweise so, dass immer um 1 Uhr das Essen auf dem Tisch steht. Es sei denn, ich musste länger arbeiten, dann schaffe ich das natürlich nicht immer so. Aber in der Regel gucke ich schon, dass um 1 Uhr Mittagessen auf dem Tisch steht. Ich bin ja so ein geplanter, ne? Mein Tag ist ja immer so geplant. Ja, dann habe ich morgen muss ich noch arbeiten und dann habe ich Urlaub ein paar Tage. Dann wollte ich unseren Garten hübsch machen mit ein paar neuen Blumen. Die wollte ich eigentlich auch heute gekauft haben, aber ich hatte nachher gar keine Lust mehr. Die werde ich wahrscheinlich am Wochenende kaufen. Mein Mann hat schon den Rasen gemäht und den Pool leer gepumpt. Wir haben ja einen Swimmingpool im Garten, großen, eingebauten. Ja, da ist die Folie kaputt, die müssen wir noch neu besorgen. Rasen gemäht hat er schon. Dann haben wir draußen noch ganz viel Kaminholz, das muss auch noch geschnitten werden, jetzt bevor das Wetter schön wird. Das wird er wohl auch dann am Wochenende machen. Ja, wie gesagt, ich wollte einen Vlog machen, das hat mal wieder nicht geklappt. Ich gebe mir große Mühe, dass es irgendwann funktioniert. Vielleicht am Wochenende oder nächste Woche, wenn ich Urlaub habe, wenn ich den Garten verschöne. Ich probiere es auf jeden Fall, ja. Ihr habt es euch ja gewünscht und dann will ich natürlich auch eurem Wunsch nachkommen. Ja, war sonst noch, ich bin gerade am Überlegen, ob sonst noch irgendwas gewesen ist. Es gibt ja noch ein neues Video mit einem neuen Fakt von mir. Schaue ich mal, ob ich das heute mache oder eben auch dann in den Tagen, wo ich Urlaub habe. Dann ist eben ein Päckchen gekommen. Ich nähe ja, ich habe ja das Hobby Nähen. Da habe ich mir neue Stoffe bestellt, da will ich gleich auch mal reingucken. Kleiderschränke aussortieren, mache ich immer 2-mal im Jahr bei den Kindern und auch bei mir. Jetzt stehen aber erstmal die Schränke meiner Kinder an. Ich muss mal gerade das Fleisch bringen. Sonst haben wir nachher schwarzes Fleisch. Ja, die werden, wie gesagt, 2-mal im Jahr aussortiert, 1-mal im Frühjahr und 1-mal im Herbst. Dann nehme ich auch mal einen Block mit hoch, um aufzuschreiben, ob irgendwas fehlt für den Sommer. T-Shirts, Fuchshosen, Sneakersocken. Ich hoffe, ihr könnt mich noch verstehen. Dann wird halt geguckt, was noch passt, was ist zu klein, was ist so versaut, dass man es nicht mehr anziehen kann. Das wollte ich heute noch machen, vielleicht nehme ich euch mit. Müssen wir mal schauen. Ja, das ist so mein Tag heute. Auf jeden Fall machen wir gleich, ich mache jetzt das Mittagessen fertig und dann zeige ich euch gleich kurz, was ich eingekauft habe. Ich war zwar artig im DM-Markt, aber ich habe halt auch was gekauft, was nicht auf dem Zettel stand. Ich muss ja so ehrlich sein und nicht zugeben. Aber ja, mein Gott, das war nicht viel. Jetzt auch nicht speziell im DM-Markt. Ich musste dann noch ein paar andere Sachen noch kaufen. Ja, und dann ist mir das ein oder andere eben dann noch in den Einkaufswagen gehüpft. Ja, naja, ist dann nicht so schlimm, denke ich. Ja, wie gesagt, ich mache das Mittagessen fertig und dann melde ich mich gleich nochmal, um euch zu zeigen, was ich eingekauft habe. Und vielleicht kriegen wir noch ein Video zusammen beim Schrank aussortieren, müssen wir auch mal gucken. Ansonsten einfach beim nächsten Mal. Ich werde auf jeden Fall mal einen Vlog machen. So, bis gleich. Ja, hi ihr Lieben, da bin ich wieder. Ja, wir haben jetzt gerade gegessen, es hat super geschmeckt. Ich habe mir jetzt gerade noch ein Latte Macchiato gemacht. Ich wollte euch ja jetzt kurz zeigen, was ich eben eingekauft habe. Und zwar ist das hier erstmal der Einkaufszettel, der beweist, dass ich wirklich nicht viel mehr eingekauft habe. Weichspüler, Foundation, Küchenrollen, Silbershampoo, Hundefutter. Dann brauchte mein großer Sohn ja neue Strümpfe, habe ich gesagt. Und College-Blöcke für die Schule.
Und jetzt zeige ich euch, was ich gekauft habe, weil ich nämlich so stolz bin, dass ich nicht mehr gekauft habe, als ich muss. Ja, und zwar Hundefutter, habt ihr ja eben gesehen, ne? Da habe ich einmal so eine Palette gekauft, weil unser Hund ist so ein bisschen verwöhnt und der frisst jetzt dann mal eine Woche lang von Scheber das Futter, dann mag er das auf einmal nicht mehr, dann will er wieder was von was anderem, von einer anderen Marke das Futter haben. Und jetzt habe ich einfach mal im DM-Markt das Futter gekauft. Hier so mit à la Chef. Ich bin mal gespannt, ob er das frisst, weil es ist auch manchmal nervig. Ne? Man muss halt immer gucken, je nachdem, wo man einkaufen geht, kann man hier Hundefutter kaufen oder frisst es wieder nicht, die kleine Zicke. Ja, wir probieren uns mal aus. Also da sind jetzt so verschiedene. Ne? Ich habe dann auch hier mal sowas mitgenommen mit Tomate und Basilikum. Vielleicht ist sie ja Vegetarierin, obwohl da ist auch Fleisch drin. Ja, auf meinem Einkaufszettel stand ja auch Weichspüler. Hat schon auch zweimal Weichspüler geholt. Von meiner also meinen Lieblingsduft habe ich da geholt. Dann Silbershampoo habe ich mir gekauft. Ich hatte mir die Haare nämlich neu gefärbt, den Ansatz. Der ist jetzt so ein bisschen gelbstichig geworden. Und das soll man ja mit dem Silbershampoo ganz gut in den Griff bekommen. Und dann habe ich mir auch, das habe ich mich dann da gesehen, so zwei Haarkuren, auch extra gegen Gelbstich. Ich benutze ja normal keine Haarkur, weil meine Haare so dünn sind. Allerdings bleibt das halt 5 Minuten auf dem Haar drauf und soll so einen Soforteffekt haben. Also das soll effektiver oder schneller wirken wie dieses Shampoo. Und da ich halt schon will, dass das so schnell wie möglich besser wird, werde ich da jetzt wohl heute Abend mal so eine Haarkur auf meine Haare klatschen. So, dann eine neue Foundation stand ja drauf. Die habe ich dann jetzt mal von P2 mitgenommen. Ich hatte mir letztens eine neue geholt von, ich glaube, Manhattan. Ja, mit der bin ich aber nicht so zufrieden. Deswegen habe ich jetzt mal noch eine neue geholt, einfach um zu gucken, wie ich mit der klarkomme. Ich muss unbedingt meinen Kaffee trinken. Dann hatte ich noch Leckerchen geholt für unseren Hund. Auf dem Zettel standen dann auch Strümpfe für meinen Sohn, habe ich dann auch gekauft. Das sind dann jetzt insgesamt 8 Paar. Ja, die werden 2 Wochen halten, dann braucht er wieder neue. Ich kenne ihn ja. Das ist ja bei uns so ein Problem. College-Blöcke habe ich gekauft. Hier einmal, also 4-mal kariert und 4-mal liniert. Weil die arbeiten in der Schule mehr mit College-Blöcken wie mit Heften. Der ist ja jetzt schon 7. Klasse und kommt bald in die 8. Ja, und dann stand halt nicht auf dem Zettel. Achso, Küchenrollen habe ich schon weggeräumt. Glasreiniger hatte ich auch noch mitgenommen, weil ich heute Morgen die Fenster putzen wollte und gesehen habe, dass der Glasreiniger leer war. Ja, der stand jetzt auch nicht auf dem Zettel drauf. Das habe ich dann so spontan geholt. Und dann hatte ich mir im Teddy hier für 1 € so eine Pillenbox geholt für 7 Tage, weil ich nehme ja auch Tabletten regelmäßig leider. Und zwar abends muss ich immer das Folio nehmen. Im Moment ja dann auch das Antibiotika, aber das will ich jetzt da nicht mit reinmachen. Und morgens muss ich ja immer die Schilddrüsentablette nehmen und die Bisoprolol für meinen Puls. Der ist ja immer zu hoch. Deswegen, ich habe dann da nämlich nicht immer so große Lust drauf, dann abends, bevor ich schlafen gehe, mir das dann alles noch zurechtzulegen, damit ich die morgens nehmen kann, weil ich ja so früh aufstehe. Und deswegen werde ich die dann jetzt immer so für die ganze Woche schon fertig machen, dass ich dann morgens nur das Käppchen aufmachen muss und habe dann schon alles fertig. Ja, und dann, was auch nicht auf dem Einkaufszettel stand, ich aber spontan gekauft habe, weil ich es gesehen habe und mein Sohn mich auch heute Morgen drauf gebracht hat, und zwar, wir spielen viel Federball bei uns im Garten, wenn das Wetter schön ist. Also alle 4. Und mein Sohn hat auch jetzt im Moment in der Schule, spielen die wohl Badminton im Sport. Und dann brauchte der heute Morgen einen Federballschläger, also einen Badmintonschläger. Und ist dann in die Garage bei uns gegangen und kam dann und sagte: Hör mal, wir haben nur noch einen Schläger. Den müsst ihr halt jetzt in die Schule mitnehmen, weil der die für die Schule braucht. Und da habe ich eben gedacht, dann war ich nämlich im Teddy. Und da hatten die dann hier so Federball-Sets. Weil mit einem Schläger zu viert ist ja ein bisschen schwierig. Also braucht man neue. Habe ich jetzt zweimal zwei so mitgenommen. Einmal in Schwarz, da ist dann so ein Federball, die kosten auch nur 2 €. Also das reicht auch vollkommen dann für uns. Und dann einmal hier so in Rot. Ja, ich glaube, ich denke mal, die werden jetzt nicht so super lange halten. Ich meine, die sind halt jetzt nicht so teuer gewesen.
Aber ich denke mal, so für uns als Familie, wo wir ja dann immer schon mal gerne Federball spielen, werden die wohl reichen. Ja. Also das war jetzt das, was ich dann heute Morgen eingekauft habe. Ich hatte eben ja gesagt, ich wollte eigentlich auch noch Blumen gekauft haben und Blumenerd und Blumenkübel für unseren Garten. Aber wie gesagt, ich hatte nachher einfach keine Lust mehr. Ja, deswegen der Beweis, ne, dass ich wirklich nicht viel mehr gekauft habe wie sonst. Ich sage ja, die in der, im DM-Markt, die waren schon so ein bisschen, ja, die haben sich gewundert. Ne? Ich meine, die kennen mich ja mittlerweile. Ich bin ja schon Stammkundin da. Und ja, ich habe wirklich, ich glaube, im DM-Markt nur 20 € bezahlt. Und dann hat er dann hier die Strümpfe geholt für meinen Sohn. Da war, glaube ich, einmal die Strümpfe 4 €, also waren 8 €, waren 28. Ja, die College-Blöcke. Also ich habe jetzt heute nicht so viel Geld ausgegeben. Kann ich stolz auf mich sein. Ne? Ja, jetzt hatte ich da eben mal erwähnt, eigentlich wollte ich das mal in einem meiner Facts-Videos erwähnen, aber ich hatte mich jetzt eben schon so ein bisschen verraten. Ich bin ja eine Hobbynäherin. Ne? Also ja, ich nähe halt alles Mögliche, Klamotten, Accessoires, Taschen, Kissen. Eigentlich alles, was man nähen kann, das nähe ich. So, und ich habe mir das Nähen auch selber beigebracht und da hat er eben gesagt, dass jetzt ein Paket gekommen ist, weil ich wollte jetzt Babywaschlappen nähen. Die hatte ich hier bei der Isabo gesehen, hier auf YouTube. Die bekommt ja jetzt ihr zweites Kind und die hatte dann ihren Wickeltisch gezeigt und da waren dann auch selbstgenähte Waschlappen. Und ich habe schon mal Waschlappen genäht, also das ist jetzt nicht irgendwie für mich jetzt ganz spektakulär neu, aber bei ihr, die waren einfach so schön von der Form her und ja, die Art und Weise und die sahen so toll aus, auch mit der Stoffwahl und dann habe ich mir gedacht, mein Gott, ne, also die könntest du ja eigentlich auch mal nähen, so, anstatt immer so, wie ich sie mache. Ich habe die halt bisher immer so langweilig viereckig, 15x15 genäht. Und jetzt bei ihr habe ich gesehen, die sind dann halt oben so ein bisschen abgerundet und dann unten auch nochmal abgerundet. Also ich fand die einfach ganz toll. Wenn ich mal welche fertig habe, dann zeige ich die euch gerne mal. Ja, und da habe ich mir jetzt Stoffe für bestellt. Also einmal hier diesen Frottee-Stoff. Ja, das ist ja so ein bisschen rauer hier für die Unterseite, womit man das Baby waschen kann. Ich glaube, die kann man. Das eignet sich bestimmt auch ganz gut zur Gesichtsreinigung. Muss ich eigentlich auch mal ausprobieren. Warum nicht? Ne, mal gucken. So, und dann habe ich dann halt so verschiedene Baumwollstoffe gekauft. Hier so mit Elefantchen und mit so Schäfchen. Da hört er meinen Hund. Der ist draußen. Der ist auch im Moment so schlimm, man könnte echt meinen, die ist in der Pubertät. Die ist bei jedem kleinsten Geräusch, ist die so am Bellen. Also manchmal, wenn ich dann oben beschäftigt bin und der Hund fängt auf einmal so an zu bellen, dann erschrecke ich mich, weil ich denke, dass da unten jemand vor der Türe steht. Dann rase ich da die Treppe runter und dann ist da einfach nur ein Auto am Fenster vorbeigefahren. Da fängt die so an zu bellen. Das ist doch nicht mehr normal, ne? Pubertät. Haben wir ja im Moment noch einen. Da wollte ich gleich noch ein Video drüber machen. So, hier so ja, so verschiedene Tiere, ne? So ein Fuchs und was ist das, ein Bär. Dann, die hat das hier aber komisch zusammengepackt. Hier mit so, ich weiß nicht, sind das Enten oder Gänse oder Schwalben oder Möwen. Wahrscheinlich sind es Möwen. So in Blau. Dann hier so verschiedene Zootiere sind da drauf oder Dschungeltiere. Dann hier so Haie, Fische. Ne? Ich habe immer geguckt, dass das so ein bisschen passt. Dass das immer, ja. Aber da kann man, wie gesagt, auch bestimmt Gesichtsreinigungs-Waschlappen machen für uns. Ich werde es auf jeden Fall testen und berichten. Ich werde mir auf jeden Fall welche machen. Hier mit so Unterwassertieren. Den finde ich hier ganz toll. Hier so mit so pinken Elefanten. Das ist ein super Stoff. Den habe ich schon in Grün und in Orange auch hier. Der ist so klasse. Dann hier nochmal Elefanten. Und dann haben wir hier, da sind auch Elefanten drauf. Also ich bin jetzt hier kein Elefantenjack oder so, ne? Nicht, dass ihr meint, dass das. Aber vielleicht, es gab mal so eine Zeit, da waren Eulen total in. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so ist, aber dann hat man nur überall Eulen gesehen. Eulenkissen, Taschen mit Eulenstoff und ja, alles, ne?
Da war wirklich alles, hatte irgendwie was mit Eulen zu tun. Vielleicht ist jetzt im Moment Elefant. Ich weiß es nicht. Aber ich finde die auch so toll, die Elefantenstoffe. Ja, wie gesagt, das ist das, was ich jetzt heute bekommen habe. Ich habe hier hinten noch ein Gartenhaus, ein ganz großes. Das ist mein Nähstübchen. Das werde ich euch auch irgendwann mal zeigen. Allerdings nähe ich im Winter nicht dort, weil das da mir zu kalt ist. Und deswegen sieht es da jetzt auch nicht so aus, dass ich jemanden da reinlassen kann. Aber das werde ich euch auf jeden Fall auch mal zeigen. Mein Nähstübchen, da sind dann meine ganzen Stoffe und Nähmaschinen. Und ich habe auch einen Plotter, womit man so Bügelbilder machen kann und Wandtattoos. Ja, das seht ihr dann alles mal. Ja, das war dann jetzt erstmal. Da ist irgendwas runtergefallen. Alles okay? Gut. Ja, das war dann jetzt erstmal so heute das Video. Wie gesagt, ich mache jetzt gleich wahrscheinlich noch ein Video oder auch zwei. Ein neues Faktvideo müsst ihr mal wieder kommen. Auf jeden Fall sehen wir uns. Bis dahin. Tschüss.